Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Foris 82 mit einem neuen Steelbook Unboxing Video für euch. Und ich war gestern bei unserem Müller in Bayreuth und habe mir da ein Steelbook mitgenommen, und zwar Insidious 4 The Last Key. Ich habe noch 2, 3 gab es auch Müller exklusiv. Leider den ersten Teil gibt es nicht exklusiv bei Müller im Steelbook. Denn das gibt es gar nicht im Steelbook. Sehr, sehr schade. Denn das wäre natürlich cool, wenn sie alle jetzt mal rauskommen würden. Noch einmal. Und ihr habt den Film noch nicht gesehen, aber fand die anderen drei Teile schon mal richtig gruselig und spannend. Und laut deren ihrer Aussagen ist er schonungslos, abgründig und dämonischer als je zuvor. Oh, habt ihr schon ein bisschen Angst? Also wie gesagt, ich fand den Film wirklich cool. Und wir machen einfach mal auf. Das Steelbook gefällt mir auch richtig gut. Das Covermotiv ist vorne gestochen scharf. Ist natürlich auch hochglänzend. Und mal gucken, ob da irgendwelche Defekte drauf sind. Aber ich glaube, bis jetzt schaut es wirklich ganz gut. Ja, ist bloß Staub. Gott sei Dank. Was ist das da? Ja, ein paar kleine Kratzer sind schon drunter, aber nicht unbedingt so dramatisch ist. Also das Steelbook ist... Na, das ist echt... Ein paar kleine Kratzer sind drauf. Hier auf jeden Fall schauen wir nochmal die Banderole. Oder oben drauf steht Insidious The Last Key. Auch hier oben. Dann haben wir hier die Inhaltsangabe von dem Film. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, um was es bei dem Film geht. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Hier das Bonusmaterial hier im Kasten unten drin. Und dann noch hier die technischen Daten, um was es alles für Tonformate gibt. Laufzeit ist hier 103 Minuten und in Farbe. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir zu dem Steelbook und ist ab 16 Jahren freigegeben. Man sieht sie unten auf der Aufkleber. Ja, ich mache jetzt meinen Aufkleber ab, damit sich nicht beschweren, dass sie keine Aufkleber dranbleiben. Dafür dauert es wieder etwas länger. Aufkleber. Wunderbar. So, okay. So schaut das Steelbook aus. Ist ein Hochglanz-Steelbook und hier eben die fünf Finger, kann gar nicht die Finger machen, wo eben überall Schlüssel dran sind. Schaut richtig gruselig aus. Also ich bin auf den Film schon wirklich sehr gespannt. Wir haben hier leider auch keinen weiteren Schriftzug drauf, was mich hier wirklich nicht wirklich stört. Denn dafür haben wir am Spine einen Schriftzug, nämlich Insidious The Last Key. Und das langt mir völlig. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Und hinten drauf haben wir auch ein richtig cooles, beängstigendes, geht schon Gänsehaut, Bettmotiv, was auch richtig stark ausschaut. Auch hier haben wir diese vier Finger mit den Schlüsseln dran, was das so bedeutet hat. Keine Ahnung, wir werden es im Film sehen. Und hier eben dann das Mädchen, das etwas Angst hat. So, wir machen mal auf. Und dann haben wir hier eben dann den digitalen Code. Und einmal hier dann die Blu-ray-Disc. Die ganze schaut hier so aus. Insidious, ab 16 Jahren freigegeben. Und hier auch nochmal ein Ländercode-Logo drauf. Hätten wir sich sparen können. Aber gut, ist nun mal so. Und auch das Innenmotiv ist auch richtig stark. Das Ganze schaut hier so aus. Und echt klasse. Auch, also das ganze Steelbook ist wirklich echt beängstigend, sage ich mal so. Wirklich sehr beängstigend. Oder wie finde ich das Steelbook? Also ich finde es richtig stark, ohne Witz. Und bin jetzt schon sehr auf diesen Film gespannt. Und ja, das war es auch schon mit dem Steelbook von Insidious 4, The Last Key. Mal gucken, wie mir der Film gefällt. Bin gespannt. Und ja, lasst ein paar Kommentare da, wie ihr den Film findet. Oder wie auch ihr das Steelbook findet. Das war's von mir und bis dann. Tschüss und tschüss.